Deutsche Technik hilft Assad. Schon lange. Sie hilft, Gespräche abzuhören von Oppositionellen, ihre Kommunikation zu manipulieren und zu zerstören. Siemens etwa hat schon vor 12 Jahren Überwachungstechnik an Syrien geliefert. Tatsächlich brachen in Homs während der Aufstände plötzlich die Handynetze zusammen, das Festnetz und sogar Satellitenverbindungen. Hat deutsches Know-how dabei geholfen? Ist deutsche Technik böse? Nein, sagen die deutschen Entwickler. Immerhin kann man sie ja auch gegen Drogenschmuggel oder Kinderpornografie einsetzen. Seit Januar darf solche Technik nicht mehr an Assad verkauft werden. Immerhin dürfen deutsche Netzwerkprofis noch die Opposition unterstützen. Zum Beispiel beim Aufbau von Kommunikationsstrukturen via Internet. Sie bauen ein Netzwerk für die Rebellen, das sicher ist vor Assads Kommunikationskrieg. So kämpft deutsches Know-how gegen Überwachungstechnik aus Deutschland. Thank you.